Hallöchen, willkommen zurück zu Story Renegades. In der letzten Folge sind wir ein bisschen unter die Räder gekommen, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt eine neue Reise angefangen. Mit diesem Dude hier. Und der kann ein Schwert und eine Waffe tragen, also eine Pistole. Kann aber keine Implantate benutzen. Also sehr interessante Begebenheit. Und wir gucken mal, wir haben hier ein Vernichterimplantat am Start, das er halt nicht benutzen kann. Ja, mal gucken, was das hier macht. Ah, Implantat. Plus 10% Schaden für Multi-Angriffe und Rüstungsdurchdringung und Schilddurchdringung. Ja, wir haben nichts mit Multi-Angriffen. Wir geben es ihr. Vielleicht kriegen wir ja noch jemanden mit Multi-Angriff dazu. Ich habe mir zwischen den Folgen jetzt gerade die Wege angeguckt. Unten kriegen wir nur Credits DNA. Oben kriegen wir zwar keine Credits, aber DNA, diese Foodkarte und eine Kiste. Wir verstauen das Food. Das Geheimnis, die Magie, die Faszination von Titanenten. Keine Sorge, die Hände haben mehr Angst vor dir als umgekehrt. Auf wen bin ich gespannt? Puh, diese Dinger sind überall. Ah, okay. Das war jetzt nicht unbedingt so episch, was der da von sich gegeben hat. Ah, 3 DNA dazu, die uns jetzt momentan nicht wirklich was bringt. Aber ich bin gespannt, was jetzt im Kampf los ist. Der Schildentzug, das ist nicht so wichtig. Ja, nimm das. Dann, ja, nimm das. Die Entladung schiebt 10 Sekunden. Das bricht den einen und du kannst ihn nicht wegschieben. Ja gut, dann gehen wir halt hier drauf. Nice. Ja, sah so aus wie eine kleine Shotgun, die er da abgefeuert hat. Ja, dann werden uns ein bisschen Schilde geklaut, aber wir haben davon so viel auf dem Charakter. Haben wir irgendwas? Wir haben nur die Entladung. Nee, das bringt uns hier nichts. Der Kanonschlag geht nur ins Schild. Oh. Ah, ja. Wir hätten mehr Schaden machen können mit dem hier, hätten aber nicht geschoben. Hm. Komm, lass mal hier schieben. Ja, wir können ihn leider nicht brechen. Aber wir können ihn umnatzen, bevor er dran ist. Immerhin. Immerhin. Das schmerzt zwar ein bisschen, aber es gibt Schlimmeres. Nice. Ja, das ist mit den zwei verschiedenen Waffen, die er hat, durchaus interessant. Schildentzug hier oben. Okay, macht auch nichts. Von daher können wir einfach alles auf den draufhauen. Das sieht nice aus. Ich habe gar nicht gesehen, dass es hier zum Todesstoß kommt. Ja, die imperiale Verteidigung. So ein Ding hätte ich auch gerne. Oh jeez, was diese Riesenkanone wohl symbolisieren sollte. Ja. Ich möchte auch nicht in dem Visier sein von dem. Ist doch nett, gegen diese Leute das Überraschungsmoment auch mal auf seiner Seite zu haben. Ich bin nicht scharf drauf, von diesen Dingern unter Feuer genommen zu werden. Ja, so groß wie das aussieht, muss es nicht sein, dass man da aufs Maul kriegt. Ja, wir holen uns erstmal den Inhalt der Kiste. Bevor wir aufleveln. 5 Schilde pro Runde. Oder 10 Gesundheit. Wobei. Durchdringt Rüstung zu 25% und bewirkt Verbrennen. Nehmen wir. Damit wir schon mal
eine Waffe ausgerüstet haben. Wir werten ihn noch gleich auf. Kriegen Reflexionsschild dazu. Das müsste zum Verteidigen gut sein, aber das sehen wir gleich. Sehen wir gleich. Moino. Ja, du erledigst uns aber nicht. Keine Chance. Autofeuer. 46, 24, ja gut. Also den hier schieben wir. Dafür müsste ich in 15 Sekunden schieben können. Kriegen wir hin. Was können wir mit dem hier? Okay. Wir schieben doch hier 15 Sekunden. Normalerweise müsste der doch brechen, weil das ist ja die 10-Sekunden-Marke. Das heißt, es dürfte 11 Sekunden haben. Hä? Freie Aktion, Reflekt 15. Also das könnte man sogar mit Verteidigen kombinieren. Okay. Oh. Seltsam. Du schießt auf den Kollegen. Dann decken wir ihn. Nice, rausgeschoben. Das war wichtig, weil der deutlich mehr Schaden macht. Also zumindest in der Runde. Ah, der 19 Flammenschaden ist aber auch nice. Ey. Was soll das denn? Okay, er schießt, wenn der angegriffen wird. Dann sollten wir vielleicht auf ihn hier gehen. Okay, wir werden zwar Schildschaden erleiden, aber mehr nicht. Und den können wir auch mitnehmen. Der Konter ist nicht so dramatisch. Jetzt dachte ich gerade schon, das wäre der Konter gewesen, aber nee. Fast schon. Ist schon ein bisschen Bammel. 50. Nice. Hat es nicht gereicht zum Umklatschen? Für die Primärdimension, ne? Das glaube ich nicht. Okay, du bringst ihn hier um. Jupp. Oh, warte mal kurz. Das habe ich gewollt. Dann der Schmetterschlag. Reicht nicht. Auf wen schießt du? Da vorne? Na gut. Das ist egal. Das ist wurscht. Okay, der eine ist weg. Und der ist in der nächsten Runde erst dran. Knäpplich. Fast durch die Flammen gestorben. Mutter, rette mich. Rückzug. Kannst du vergessen. Bye-bye. Also hier müssen wir versuchen, auf 100 zu kommen. Ich möchte da was Neues freischalten. 10 DNA, dankeschön. Schade, dass wir nicht mit dem neuen das Ding gekriegt haben. Diese Erinnerung. Plus 10% Schaden auf alle Angriffe. Und das hier bewirkt aber noch verstrahlt. Oh, und der ungewöhnliche Dezimierer. Alle Angriffe werden 5 Sekunden schneller ausgeführt. Rüsten wir auch gleich hier aus. Nice. Dann ist der ja schon mal mit 2 Waffen ausgerüstet. Ja, wir haben uns eine Pause verdient. Wir schlagen das Lager auf. Teuflisches Lachen. Taktik. Angriffe verursachen Blutung. Er hat aber niemanden, wo er 4 Herzchen kriegen kann. Schade. Wäre interessant gewesen.
Wir haben... Ja, wir können nicht alles machen. Wir erhöhen trotzdem mal die Freundschaft mit ihr, in der Hoffnung, dass sie dann noch extra Schilde kriegt und sowas. Um, 30 Schilde extra nochmal hier drauf? Ja. Aber nichts gut gewonnen hätte, wenn die dann eine Symbiose hätten. Ja, das ist das, das Essen, das wir nicht benutzen werden, weil wir es nicht brauchen. Nur, ein Punkt verschwendet. Also, in Anführungszeichen verschwendet. Aber das passt schon so. Kommen die... Wow, die dicken Jungs. Ja, dann gucken wir uns das mal an, dass wir die halbwegs rauskriegen. Ja, ihr solltet mich auslöschen. Wenn sie sehen könnten, wie viel besser alles in unserer Realität ist, würden sie sich einfach ergeben und wir könnten weg von hier. Ja. Okay. Da kommt der Behemoth hin, ist alles Paletti. Oh, wir sind hier unten versteckt, gerade dass man es noch erkennen kann. Wir können leveln. Wir nehmen die Schildaufladung als Skill mit rein. Danke schön. So, jetzt lass uns mal gucken. Das hier wird wahrscheinlich zu irgendwas Krassem führen? Nein. Ich dachte, das wäre der einzige Weg für eine Schildstation oder sowas, weil hier, das wird alles dann gesperrt werden. Okay, was gibt's hier? Einmal eine Karte. Hier unten. Aber wie weit kommen wir denn? Eins, zwei, drei. Müssen wir aber auch nicht hier lang gehen. Wir könnten auch 1, 2, 3 und dann in der nächsten Runde einfach hier die 2 aktivieren. Okay, machen wir. Mach mal. Zack. Haben wir die Barriere durchbrochen. Einmal ordentliches Maul kriegt, danke. Immer wieder gern. Oh, verlangsamt, na super. Okay, pass mal auf. Wir kritten ihm hier das ganze Schild weg. Schieben ihn raus. Und dann laden uns auch noch. Ah, oh, Rüstung ist gebrochen. Er auch. Also, jetzt ist die Rüstung durchbrochen, danke. Mal gucken, wie weit vorne der nächste Runde steht. Jetzt sind wir sehr weit vorne. Wir könnten ihn hier 20 Sekunden schieben. Das schiebt 15. Das würde 10 Sekunden schieben. Da wir ihn eh nicht rausschieben können, machen wir das so. Auf wen geht er? Auf alle. Alle verlieren Schild. Das ist okay. Okay, hier machen... Moment. Verbrennen und Blutung kommt hier dabei rum. Das heißt, 12 Schaden extra. Ist trotzdem das hier besser? Oder warte, was stand da gerade? Resistenz gegen Pyro. Ah, na egal. Und der Schmetterschlag einmal, danke. Ich bin schon wieder voll mit meinen Gedanken auf dem nächsten Planeten hier, frei in der Motto. Wen könnten wir denn kriegen, der mit ihm so eine hohe Sympathie kriegt, dass wir vielleicht einen neuen Charakter freischalten? Vielleicht wird er aber auch nie einen Charakter freischalten, weil er selbst ein freigeschalteter Charakter ist. Das kann natürlich auch sein. Okay, wir brechen ihn, dann können wir ja auch wieder schneiden. Na, vielleicht hätte ich auch... Schild anwenden sollen.
Also mit ihm hier. Naja, sehen wir gleich, wie das in der nächsten Runde ist. Er ist so weit vorne. Das... Nee, das passt schon. Wir decken ihn einfach. Ja, und da das ich eh nichts bringt, einmal schneiden, einmal entladen. Oh, Kritten sogar beim ersten. Nice. Sie hat genug Schild, um den Schaden abzufangen. Jetzt müsste eigentlich relativ weit hinten starten. Ja. Passt. Dann mach's mal gut. Ja, der erste Planet geht mittlerweile echt flott. Mal gucken, wie weit wir da kommen. 20 extra Credits. Nice. Dann die Karte. Ersatzteile als Nahrung. Repariert 50% Rüstung. Plus 4 Rüstung. Oh, das ist auch nice. Das ist auch sehr schön hier. Redet bloß nicht mit den Menkoanern. Ja, das kennen wir schon. Na. Kennen wir alles. Wir haben gesagt, wir gehen hier gleich rechts rum, ja? Ja. Also, gleich noch zwei Kämpfe. Und einer davon... Oh, ich hasse diese Kanonen. Wie sind die jetzt da wirklich Schilde wegbumsen? Na gut. Du wirst uns nicht schmelzen. Ja, komm. Hau mal drauf. Gerade überlegt, ob ich vielleicht Schilde casten soll, aber das ist genau der gleiche wie im vorherigen Kampf. Normalerweise sollte er jetzt nicht gefährlich werden. Okay, Rüstung ist down. Er geht immer noch auf alle. Okay, dann müssen wir einfach nur gucken, dass wir nicht gekrittet werden. Und ja, das machen wir am besten so. Kein Crit am Start. Es wird niemand verletzt. Sieht zwar brutal aus, aber es geht. Ach, jetzt verlangsamt er uns erst. Oh. Na, danke auch. Du hast 50 Schilde verloren. Okay, machen wir das, damit wir auch mal Zorn benutzen. Dann schneiden wir da nochmal rein. Und du gibst ihm Schilde. Die 10 Schaden, die wir sonst machen würden, ist auch ein... Oh, ich hätte den Schaden machen müssen. Ich habe Schneiden benutzt und ich schiebe ihn nicht raus. Ups. Hoppalei. Auf wen schießt er denn? Okay. Genau den richtigen mit Schilden versorgt. Scheiterhaufen. Das sieht schmerzhaft aus. Na gut, pass mal auf. Wir geben uns hier Schilde. Oder warte mal, wie viel kriegen wir? 50. Ja, das geht sich genau aus. Dann machst du... 23? Das Reflexionsschild. Oh, warte mal, das geht nur auf den... Oh. Na gut, dann schneiden... Moment. Können wir ihn töten, wenn wir hier, wenn jeder angreift? Das gucken wir uns einmal kurz an. Ja. Oh nein! Ich habe ihn nicht abgebrochen! Oh! Fuck!
Das war scheiße. Haben wir jetzt unnötig kassiert. Vor allem, dass ich selbst in die Luft gejagt? Oh, come on. Was ist denn das für ein Dreck? Na gut. Sollen wir ihn eine Stufe aufsteigen lassen für mehr Schilde zum Generieren? Ich bin mir nicht sicher. Ne, wir nehmen ihn hier. Einfach weil der jetzt neu ist und mal gucken, was der dann noch alles schön freischalten wird. Und weil der auch die Waffen hat. Okay. Vollgas hier drauf. Oder sollen wir... Moment. Ja, da unten durchgehen ist... Ja, das ist ein verschwendeter Zug. Ja, gut. Wir werden jetzt hier ausgelöscht. Wehe. Okay, alle gehen auf sie. Das ist praktisch. Können wir da jemanden rausschieben? Ja, wir können den... Wir können alle rausschieben. Nee, wir können nur den Dicken rausschieben hier. Machen wir. Und du nimmst dann noch das hier. Denn egal, was wir machen, wir kriegen aufs Maul mit dir. Die zwei kommen auf jeden Fall durch. Aber Hauptsache, der Dicke ist erstmal ein bisschen hinten dran. Okay, er ist jetzt vorne, du schießt auf sie. Okay, der muss weggeschoben werden. Du verteidigst dich wieder. Er muss weg. Wir kriegen ihn aber nicht weg. Kriegen wir nicht weg. Aber so viel Schaden macht er auch nicht. Dann nehmen wir Schneiden. Komm, wir gehen auf den da. Hauptsache, einer von den beiden ist schon mal fast tot. Unsere Mission ist hoffnungslos. Das sah wirklich sehr schmerzhaft aus. Allerdings haben wir gleich wieder so viel Zorn, dass wir kostenlos mit ihr Schilde generieren können, und zwar instantly. Kein Schaden gekriegt, Schnicke. Das wird eine Weile dauern, was machst du denn? Ah, er lädt auf. Okay, das machen wir mit unseren Schilden auch mal. Nur 46 ist ein bisschen wenig, finde ich. Die Entladung bringt nicht wirklich was. Warte mal, wir schieben dadurch. Wir könnten den kompletten Schaden negieren. Okay. Jo, es sieht gut aus. Problematisch ist nur, dass wir keinen von den beiden getötet haben. Oh, kaum sage ich's. Nicht gesehen, dass er stirbt. Keine Ahnung, was das jetzt in der Folge ist. Ich bin richtig unkonzentriert und unaufmerksam. Ich hoffe, das beißt uns nicht in den Arsch. Ich hoffe, das beißt uns nicht in den Arsch. Sein großer Schlag kommt. Und zwar auf... alle. Das würde ihn wirklich... umklatschen. 93? Heide Witzka. Wir packen hier das Reflexionsschild drauf. Das können wir auf mehrere machen?
Das ist nice. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Schild mit drauf. Okay, pass mal auf. Wir haben jetzt noch mit jedem einen Angriff. Ihn hier können wir so weit zurückschieben, dass der Todesstrahl nach der Schildgeber-Dingsbums kommen würde. Okay, das heißt allerdings, wir müssen ihn hier bis da schieben. Und zwar mit dir. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wie schaut's momentan aus? Du würdest sterben, dann decken wir dich. Alter, das ist hier kreuz und quer. Mal gucken, wie das jetzt gleich läuft. Alter. Er ist trotzdem... Was, er ist tot? Habe ich den Falschen geschildert? Oh, weil die sich auch ähnlich sehen. Alter, es hört auch nicht auf mit den Fehlern. Es hört nicht auf. Okay. Du musst sterben. Kriegen wir nur nicht hin mit nur einem Schlag. Prozent Schaden wird reflektiert. Das sind hier keine 10, das sind, sagen wir mal, 8. Ne, 9 sind's. Er hat noch 63 Life. Ugh. Na gut. Das müsste ihn eigentlich aushebeln. Er kriegt halt das richtig aufs Maul. Ach. Ja, durch Deflektion verreckt. Gab kein Achievement. Ich hätte es gar nicht gemeint, das könnte eins geben. Ja, momentan fühle ich mich wirklich so, als wäre meine Mission hoffnungslos. Vor allem, wir können ihn nicht mal... Oder können wir? Nee, wir können ihn nicht mal aus der Timeline schieben. Du schießt auf sie und... Wow... Alter Lachs. Verrecken wir wirklich an den? Ist das so, ja? Hätte ich es nicht gedacht. Und ich habe noch in der letzten Folge gesagt, oder was in der Folge? Wir sollten nicht zu confident werden. Uiuiuiui. Wir machen aber auch echt wenig Schaden an dem. Das ist es wert, ja. Todesstrahl und der verdient seinen Namen. Okay, wir können keine Schildaufladung machen. Wir werden sterben. Ja. Das war ein kurzer Run. Aber sehr interessant, dass das Spiel auch so einen... Also... auch sowas bereithält, dass man wirklich dann, obwohl man überlegene Einheiten, in Anführungszeichen überlegene Einheiten, gefunden hat oder aktiviert hat, immer noch abnippeln kann. Und zwar so richtig. Oh, ja, geht jetzt in den Rückzug über? Nachdem ihr hier zwei Leute umgeklatscht hat? Aber das ist jetzt interessant, wie das mit dem Lager funktioniert. Können wir Gefallene... Okay, sie stehen wieder auf nach dem Kampf.
Das heißt, wir können die dann im Lager auch wieder aufpäppeln. Okay. Das ist interessant. Nur, dass wir nichts zum wirklich Live-Heilen haben. Uiuiuiuiui. Ja, liebe Leute. Das wird nichts werden. Okay, wir hauen alle Karten raus, die wir haben. Und die halbwegs Sinn machen. Zwei Aktionspunkte noch. Wir haben zwar schon eine halbe Stunde erreicht, aber da ich glaube, wir verrecken eh im nächsten Kampf. Machen wir den auch noch mit rein. Wir sind jetzt Gefährten mit dem neuen Dude. Du stiehlst und verkaufst also alte Artefakte? Ich habe mir deinen Holo-Katalog angesehen und würde gerne eines von dir kaufen. Klar doch, welches? Die Tafel der Weisheit sieht hübsch aus. Sehr mächtig. Ein wenig zerstörerisch. Ha, sicher, die verkaufe ich dir gern. Moment mal. Du bist doch ein galaktischer Schurke, oder? Ist für böse Zwecke gedacht. Nebula Boy wird endlich büßen. Nebula Boy. Ach ja. Okay, dann nehmen wir die Kiste mit. Danke. Aber vielleicht rettet die uns auch. Schildstabilisator. Plus 23 Schilde, Resistenz gegen Antimaterie-Schaden. Hat die 23 Schilde? Entzieht Schilde bei jedem Angriff. Hat ein Life. Unzureichende Stufe. Okay, dann verstauen wir das. Ja, wir können ihn nicht aufwerten. Na, super. Aber das dürfte eigentlich alles egal sein. Mein Hundivorus kommt auch schon vorbei, um uns Lebewohl zu sagen. Hier oben gibt es noch mal was zu holen, ohne dass wir kämpfen müssen. Oh, nur Stufe 1 Dinger. Schilde regenerieren. Ja. Hier wird gekämpft. Da unten, der ist zu krass. Der wird uns auf jeden Fall umbumsen. Dann lass uns mal hier hin. Und gucken, ob wir gegen die wenigstens halbwegs was reißen können. Mal ein bisschen nach hinten schieben. Du kommst raus und du wirst verlangsamt. Ich hätte schauen sollen, was schwerwiegender ist. Kanonenschlag oder Autofeuer. Ich dachte Kanonenschlag. Deswegen habe ich auch auf die Spinne hinten gezielt. Aber ob das wirklich... okay. 45 ohne Crit. Der müsste jetzt eigentlich den Kanonschlag wieder drin haben. Macht nur... ja, auch 45. Oh, okay. Ziemlich identisch. Wir können nur ihn hier schieben. 20 Sekunden reicht nicht, um ihn rauszunehmen. Ihn könnten wir töten. Kann wir dich mit ihr töten? Ja. Ah, das ist zu knapp. Schade. Schade. Wann sind wir auch vor uns dran? Crap. Aber immerhin geht's nur auf Schild.
Oh, hat doch gereicht. Nice. Ja, ist halt nicht immer... Was, minus 5 plus 5? Schilde werden um 5 pro Runde abgebaut. Okay, das ist, glaube ich, irgendeine Aktion von denen gewesen. Okay, immerhin kriegen wir die niedergemetzelt. Aber das wird nicht lange gut gehen, sage ich euch. Das wird nicht lange gut gehen. Wir könnten uns natürlich jetzt ins nächste Lager retten und alles Mögliche. Das Syndikat ist hier. Das ist schön. Essenskarte können wir uns ergattern. Ah, das könnte uns vielleicht ein bisschen Heilung verschaffen. Ah, noch nie was mit der organisierten Religion anfangen. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Geld zum Beispiel. Ja, daran glaube ich. Ja, dieser Tempel bestärkt mich darin, so zu leben, wie die Titanen es im Buch von Titan lehrten. Ja, ist klar. Wir könnten es natürlich aber auch... Okay, wir haben nur noch eine Ladung. Okay. Nee, dann machen wir nächste Folge weiter. Denn... Oder ich mache noch einmal hier kurz den Weg. Wir sind noch nicht verloren! Wir sind noch nicht verloren! Halleluja! Die Heilungskiste. Danke! Sehr nett! Sehr nett! Der Riesenschwammerl, sind das Riesenpilze, die einen wachsen lassen, wenn man sie isst? Ja, probier's aus. Ja. Puh. Also die Kiste könnte uns den Arsch retten, aber die Konfiguration von unserer Truppe ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, wow. Astrein, das spielt sich sehr toll. Irgendwas fehlt mir da einfach. Irgendwas fehlt mir da noch. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, den da zu spielen. Das kann auch sein. Puh, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann lagern. Und uns auf den Behemoth vorbereiten. Also bis dann, macht's gut, ciao.